Clickbait, Clickbait, das ist doch Quatsch. Wagenknecht, Strack-Zimmermann, Baerbock immer mitten in die Fresse und aufs Thumbnail. Und wenn ihr von dem Spenden-Button keinen Gebrauch macht, halte ich das hier eine Woche in die Kamera. Haltet doch einfach die Fresse. Oder wie unsere musikalische Jubilarin des Tages sagen würde. There's a kind of hush. Also es gibt eine Art von Schweigen. Und dieses Schweigen empfiehlt diese Woche im Spiegel die Spezialpsychologin Pia Lamberti. Übrigens, Deutschland war die führende Fachfrau in angewandtem Pia Lambertitum, der Politikerin Sarah Wagenknecht. Ja, die soll jetzt mal ruhig sein. Die soll nicht mehr ständig in Talkshows eingeladen werden, weil sie da Dinge sage, die offenkundig so nicht richtig seien. Beispiel: Der Russe hat Polen bombardiert. Oder der Russe hat Polen bombardiert. Oder auch der Russe hat Polen bombardiert. Tags drauf machte sich der Spiegel die Forderung von Lamberti schon zu eigen und Helga Chauffeur, nee, wie heißt sie jetzt? Ja, Sarah Wagenknecht, bekomme noch immer ein Forum für ihre verqueren Ansichten und das sei empörend. Also, was machen wir jetzt mit dem linken Lügenluder? Hier ein paar Profi-Tipps. Bereuen Sie diesen Tweet? Nein, ich bereue gar nichts. Sauber. Oder was sagt man, wenn man zum Beispiel beim Verherrlichen eines faschistischen Judenhassers erwischt wird? Also ich werde André. Dir heute nicht sagen, dass ich mich davon distanziere. Und das war's. Ja. Genau, nächste Talkshow. Lügen ist ja sowieso nur, wenn man die Wahrheit kennt und trotzdem was anders sagt. Wenn man gar nichts weiß, keine Ahnung hat, aber schon mal immer einen raushaut, ist es auch nicht gelogen. Beispiel Loch im Rohr. Dass ich persönlich mir vorstellen kann, dass das Russlandseits ist. Wer sollte sonst ein Interesse haben? Ja, die naheliegende Forderung, Melnik, die Bild-Zeitung, Lambsdorff, Strazi wegen ihrer verqueren Ansichten das Maul zu verbieten, hätte natürlich verheerende Folgen. Markus Lanz müsste jetzt wieder Kontaktanzeigen aufgeben und sich in seiner hübsch dekorierten Richtstätte zumindest eine Zeit lang mit seinem linken Stützstrumpf unterhalten. Der hört ihm ja wenigstens mal zu. Spiegel und Lamberti räumen dann immerhin noch ein, dass Talkshows von solchen Provokationen ja leben. Die ganze Schummelbande für Medienmenschen Quotenbringer ist. Also die Provokation, ausgerechnet Wagenknecht Talkverbot zu erteilen, könnte vielleicht schon ausreichen, bald selbst in eine Talkshow eingeladen zu werden. Lieber Kollege Clemens Vergin, Sie haben den Kriegsdienst verweigert, Zivildienst in Israel geleistet und allerhand studiert. Inzwischen schreiben Sie bei der Welt über Außenpolitik. Da Sie die Zeitung also kennen, werden Sie wissen, warum Sie sie nicht lesen. Sonst wüssten Sie ja, dass der Weltrekordhalter im Pazifistenschmähen der frühere CDU-Generalsekretär Heiner Geißler war. Er gab indirekt Friedensfreunden die Schuld am Holocaust. Also seine ursprüngliche Formulierung war ungefähr so lang wie der Zweite Weltkrieg. Auf Platz 2 der Friedenshasser, der staatlich alimentierte Gesinnungswart Ralf Füchs mit der schönen Injurie Unterwerfungspazifisten. Sie gingen es diese Woche ein bisschen bescheidener an und versuchten es erstmal mit einer Coverversion von Platz 3. Und da ist unser Premium-Gockel Sascha Lobo mit Lumpenpazifismus. Ihre, Vergin, saubere Abschrift wirft natürlich zunächst jetzt eine Frage auf. Pazifisten schmähen als Kriegsdienstverweigerer. Das ist doch ein bisschen so wie Onanieren mit Stacheldraht im Handschuh, ne? Ganz spitze Zielgruppe. Das haben sie dann auch gespürt und Stunden später war der Lumpensammler da und hat alles abgeholt. Ja, Kollege Vergin, im Herzen doch Pazifist geblieben. Große Fresse und keine Eier. Endlich auch in Deutschland der Werwolf. Nein, diesmal nicht. Diesmal The Traitor. Oder ja, das ist ein Fernsehformat, holt RTL aus Amerika und Großbritannien nach Deutschland, obwohl es viel länger schon in Holland unter der Überschrift Ferraras Totziens hartlich bedankt. Jedenfalls, die Spielregeln sind schnell erklärt. In einem Gästehaus der Bundesregierung trifft sich eine Horde abgerockter C-Promis, um irgendwelche bescheuerten Aufgaben zu lösen. So hier, Weltfrieden, Klimakatastrophe. Im Team sind Verräter, Werwölfe versteckt und jeden Abend versucht die Runde es rauszukriegen und einen davon rauszuwerfen. Nur das Publikum weiß, ob es die richtigen trifft. Denn so RTL in der Pressemitteilung, wer spielt ehrlich und wer muss als Verräter lügen und betrügen? Der Arbeitstitel? RTL kann nicht anders als reißerisch. Kabinettsklausur in Meseberg.
Heute hat sie Geburtstag, leider ist sie schon verstorben. Und dazwischen lag unter anderem das. Ich glaube, sie war auch Schlagzeugerin. I'm not quite sure. Schreibt es in die Kommentare, bitte. Danke.